Die Meere und Ozeane dieser Welt werden immer mehr verschmutzt. Das größte Problem ist das Plastik, welches heutzutage in Form von riesigen Teppichen Teile der Ozeane bedeckt. Diese Teppiche sind gefährlich für die Tiere und Pflanzen in den Meeren, da diese an dem Plastik sterben können. Ich habe mir von den vorgeschlagenen Themen die Säuberung der Meere und Ozeane ausgesucht. Die wahrscheinlich einzigste Methode, den Müll zu entfernen, wäre ihn mit Schiffen herauszufischen. Zuerst müsste man allerdings dafür sorgen, dass zu dem bereits vorhandenen Müll nicht noch mehr hinzukommt. Maßnahmen dazu wären Filtergitter an Flussmündungen und gesetzlich verschärfte Kontrollen, damit die Industrie oder Schiffe ihren Müll nicht einfach im Meer auskippen, anstatt ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Wenn dafür gesorgt ist, kann man anfangen, den Müll aus dem Meer zu fischen. Auf einer Plattform im Meer könnte man eine Recyclingfabrik bauen, wo das Plastik sortiert, zerkleinert, geschmolzen, wieder aufbereitet und zu einem neuen Produkt verarbeitet werden kann. Dies hätte zweierlei Vorteile. Erstens könnten von dort Schiffe in alle Richtungen ausstarten, um den Müll zu beseitigen. Und zweitens könnte man die Energie für die Fabrik mit Windrädern und Wellenkraftwerken gewinnen. Wenn man die Anlage weit draußen im Meer bauen würde, hätten auch die Windräder noch zwei Vorteile. Zum einen ist der Wind auf dem Meer ungebremst und zum anderen gibt es so weit draußen auf dem Meer kaum oder gar keine Vögel, die dem Windrad zum Opfer fallen könnten. Ich hoffe, Ihnen hat mein Video gefallen und Sie fanden meine Ideen zum Thema Säuberung der Meere und Ozeane gut.